So. Geht's jetzt? Das funktioniert. Lass mal sehen wieder. Hast du ihn jetzt eingegossen? Den habe ich jetzt mit. Und fünf okay. Ist jetzt eben halt. Ah ja, ja, das hat jetzt deutlich mehr, mehr Ausschlag als vorher. Ja, ja, erheblich. Ja, das ist sehr auch gut. In dieser Richtung. Ah, sehr schön. Okay. Dann wollen wir sehen. Das sieht doch schon mal alles sehr gut aus. Das dachten wir letztes Mal auch. Ja. Ja, aber wir haben ja so eine Iteration jetzt hier. Also müssen wir mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich auch. Das funktioniert. Oh, 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 das ist ja sehr. Das sah gut aus, oder nicht? Das was? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der Höhensensor abgesoffen ist schon wieder. Schon wieder abgesoffen? Ja, hast du nicht einge. Das kann ich ja nicht. Hast du es ausprobiert mit Folie? Ja, es wird probiert. Das geht nicht. Das geht nicht. Schade. Wieso legt er sich jetzt so schräg? Das ist das, was ich verstehe. Nicht sehr zielführend. So, mal sehen. Papa? Ja? Wir können die SSD nachher zurücksenden. Wir können was? Achso, okay. Erhübbelt, ne? Zu doll. Erhübbelt. Jetzt ist er am Schweben. Das nicht ganz effizient. Ja, aber es ist ein. Erhübbelt ganz schön. Jetzt ist er raus. Ich konnte ihn eben noch nicht steuern. Er legt sich in der Kurve sehr, sehr schräg. Also er ist auf jeden Fall deutlich stabiler geworden als vorher. Ja. Ja, habe ich auch das Gefühl. Also es sieht gut aus. Also eine Verbesserung. Da kommt zu weit raus. Jetzt kommt zu weit raus, ja. Ich fahre ihn hinten mal ein ganz klein wenig weiter runter. Das sah doch gut aus. Das sah gut aus. Von hinten rechts kann man nicht zurückgenommen. Ich sag ja, ein bisschen Einstellung ist es. Ja, aber das ist doch irgendwie das, was wir haben wollen eigentlich, ne? Ist schon ziemlich nah dran, oder? Das Übersteuern ist, ja, ist auf jeden Fall nicht am Aufschwimmen. Er ist irgendwie getaucht, ne? Oder sehe ich das falsch? Ich muss da gleich mit drauf achten. Also, nee, der ist nicht am Schwimmen, der ist getaucht. Der funktioniert. Gerne, der funktioniert. Du kannst dir nachher das Video angucken. Ich zeige das ja alles schön auf. Kurve weiß ich jetzt noch nicht, aber da, siehst du, er ist drin, er bleibt drin. Das ist wunderbar. Also er ist tatsächlich jetzt ein getaucht. Aber Kurve läuft nicht gut, oder was?
Hast du vielleicht, kannst du den nicht irgendwie, wenn du in die Kurve legst, ein bisschen zurücknehmen in der Intensität oder so? Von der Steuerung? Ich kriege ihn gekurft, aber. Aber nicht, ich kriege nicht gut rum die Kurve. Also Kurvenfahren ist schwierig. Okay. Das sieht aber gut aus. Das ist schon. Was würdest du jetzt sagen? Was muss man noch machen? Er fängt immer noch an, dass ich glaube, er geht vor. Ich habe das Gefühl, dass er mit der vorderen Kufe auf dem Wasser ist. Ja? Dann sehe ich das in meinen. Ich hab den ganz kommt hinten zu weit raus, ne? Dann fängt er an, zu der Luft zu saugen, ne? Ich habe jetzt eben ganz klein wenig reduziert, also. So ist an sich passt richtig. Ja, ja. Ich bin nur ganz klein wenig weniger. Er springt vorne raus. Okay. Er kommt vorne zu hoch, habe ich den Eindruck. Ja, ja, habe ich ja irgendwie. Und dann sehen wir, dass das vorne noch funktioniert. Der Barbie, im Maßstab passt es nicht so ganz, aber solche Feinheiten. Aber das fährt noch heute. Das fährt noch heute, ja. Kommt hinten zu weit hoch. Das ist ja unser neues oder sein neuestes. Das ist. Nein, das sieht so aus der Pink zu Burger. Nee, das ist gelegentlich. Der hat einen ganz normalen Propeller wie alles andere. Was ist denn der Propeller? Man kann nicht sehen. Der liegt unten. Licht. Also das Interessante an dem Boot ist, dass es computergesteuert ist. Also das ist. Komisch. Das ist komplett. Oder kann das auch normal? Das fährt irgendwie, mach etwas, was die meisten Tragflächenboote nicht können. Ja. Ich krieg's nicht um die Kurve. Es schwimmt nicht auf, es bleibt getaucht in den Kufen. Und das geht nur durch Computersteuerung. Deswegen ist das. Das ist kompliziert. Siehst du, die bleiben im Wasser, die Kufen. Ja, jetzt, er saugt Luft, ja. Das sollte nicht sein. Einen Motor einbauen, nee, es ist. Wenn das so fährt er sonst eigentlich jetzt. Jetzt, ja. Ja, er springt er aber, das springt. Das soll er nicht. Springt er, macht nichts. Ja, doch, das macht. Nee, nix. Das sind zwei Computer, die das Ding steuern eigentlich. Das ist sehr kompliziert, das Ding. Hä? Sehr kompliziert. Das ist sehr kompliziert, ja. Es ist ja auch ein Testflug sozusagen, was wir hier machen. Ist das? Was ist das? Ein Testflug. Also wir haben das. Da sowieso. Hier kommen Leute her, was ich da alles schon gesehen habe. Ein Flugzeugträger, der war ungefähr 2,5 Meter lang. Ja. Mit solchen Flugzeugen drauf, ne? Die kommen dann her zum Testen und dann fahren sie irgendwo. Auch wenn die Welle durchreißt. Ja gut, okay. Dann ist aber die Welle unterdimensioniert und nicht der übermotorisiert. So, mal gucken. Ja, das ist schon besser, ne? Er ist jetzt ein bisschen zu wenig vielleicht, ne? Oder? Er legt sich in der Kurve so sehr rum, obwohl er da eigentlich gegensteuern sollte, eigentlich auch.
hier fährt er jetzt irgendwie echt sehr schön, ne? Also in dem Tempo jetzt. Aber dann geht er doch raus, ne? Er geht raus immer. Er geht ja, raus. Ja, er geht raus, ne? Für diesen Teich ist er etwas übermotorisiert, ne? Oder der Teich ist untermotorisiert, so kann man das sehen. Ja. Okay. Er springt vorne raus, er kommt zu weit raus mit der Vorne. Ja, 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 ja. Das ist. Vielleicht muss man da einfach die Bewegung ein bisschen kleiner machen. Aber ich glaube, noch kleiner kann ich nicht. Okay. Das mit dem Wasser ist schon ärgerlich, dass der Sensor das nicht. Das. Wenn ich solche Boote gebaut hätte, dann hätte ich vorne einen Metallbug genommen. Einfach nur, damit der Schaden, wenn ich jemanden ramme, irgendwie nicht meiner ist. Ich glaube, es wäre aber, um ehrlich zu sein, schlimmer, wenn das andere Boot kaputt geht. Du meinst, das ist relativ günstig, das hier, ja? Ja, das schon. Er springt immer raus. Den Satz immer machen. Wenn das so ganz schön fährt, aber. Lenken kann man halt nicht. Ja, ja, ich sehe schon. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, was er da macht. Ja. Das sieht schon ganz gut aus, vor allen Dingen sorgt schon dafür, dass er irgendwie gerade fährt, obwohl er jetzt irgendwie keine Stabilisierung durch die Kufen hat, oder? Du hast doch keine Stabilisierung in den Kufen. Stabilisierung ist nicht drin, ja. Ohne Stabilisierung ist es nicht drin. Nein, ich meine, die sind aber nicht im V-Profil, die Kufen. Die sind irgendwie gerade. Schon wieder tot, ja. Hüpft er wieder? Das hatten wir doch eigentlich weg, das Hüpfen. Dafür ist der Vorderrad wieder fest. Wenn man ein bisschen mehr Gas gibt, dann wird er stabiler. Ja. Ich habe das Gefühl, dass er dann komplett auf der Welle oben die Kufe raus hat. Ja. Ja, ich glaube, dass er nicht schnell genug ist mit der Regelung. Ist zu langsam. Sieht leider nicht aus. Ja, das ist jetzt irgendwie, ich meine, wir haben ja nur, was ich, zwei oder drei Testfahrten jetzt gemacht. Wissen das jetzt zwei oder drei? Und dazwischen ist immer ein Programmiersession, wenn man so will, ne? In der Kurve dreht sich immer was rüber, zu sehr tief liegt. Jetzt ist dann gerne ins Wasser drin. Das vorne raus, ne? Ist der Nano oder ist der 5 Volt basieren, ne? Oder 3 Volt? 5 Volt, ne? Da siehst du ja, ich vergesse das immer. Ja, ja. Ja, ja. Der ist, glaube ich, wieder weg, der Sensor. Wäre es nicht vielleicht einfacher, anstatt die Kufe vorne im Winkel zu verstellen, trotzdem wieder mit der V-Form zu arbeiten und dann nachher in die Geschwindigkeit vom Propeller einzuwirken durch den Controller, zu sagen, okay, bremst jetzt den Propeller ab, damit er wieder runterkommt. Ja, aber wir müssen ja trotzdem die Höhe feststellen. Und die, ja, das auf jeden Fall. Die Höhe, das ist ja nichts weiter als die Höhe, die er jetzt macht. Das finde ich jetzt richtig schön. Ja. Er holt jetzt, er ist auch irgendwie eingetaucht, also er kommt nicht raus, er ist nicht aufgesetzt. Das heißt, siehst nicht diese typischen Spritzer, die vorne normalerweise sind. Die passieren nicht. Jetzt aber, ne? Ja, ja.
So, da, jetzt ist er richtig. Da ist er jetzt gut. Siehst du? Das heißt, er funktioniert schon, aber... Da ist er dann raus. Ja, ja. Das ist doof. Okay, ich verstehe. Jetzt ist er richtig dran gewesen. Ja. Also dieses Halbtauchen, das ist irgendwie das Schwierige an der ganzen Geschichte, ne? Dass er irgendwie also getaucht bleibt, dieses Ding eben nicht aufschwimmt. Ja, okay. Also das Problem... Er fängt auch aufzutauchen, er fängt auch mit der Schraube zu gurgeln. Ja. Das Problem, Tragflächenboot hat Gernot ja vollständig irgendwie mechanisch gelöst, aber das hier ist eben praktisch ein neuer Ansatz, ne? Und einer, der weitergehen soll. Ja, eins, was mehr geregelt ist. Ne? Ja. Die Tauform kann ich jetzt halt, die werden ja drunter geklickt, die Kufen habe ich so gebaut, ich kann die jetzt halt auf die anderen, das funktioniert wunderbar. Ja. Und darf dann nur eine gewisse Geschwindigkeit überschreiten. Ja. Das kommt dazu, mit der Installation gibt auch. Ja. Und diese raue Beschichtung, das ist auch okay? Das ist so, wie ich da dann nicht drauf. Weil ich habe ja auch Maßstabsgetreu wäre sie ein bisschen kleiner oder so, ne? Ich habe auch noch ein... Ich habe noch eine Barbie-Puppe und noch eine Ken-Puppe bei mir rumliegen. Damit müsste man eigentlich auch noch mal Scheiß bauen. Die Ken-Puppe hat den gleichen Maßstab. Ja, ich weiß. Ja, ich hatte irgendwann mal ein Projekt, ich wollte Barbie Hooker und Ken Pimp bauen. Also praktisch so Anti-Barbie und Anti-Ken, aber irgendwie da bin ich noch nie zu gekommen. Und deswegen liegen die irgendwie weiterhin bei mir rum. Ist der irgendwie Innenbereich irgendwie selbstlenzend oder wie? Nö. Doch, selbstlenzend. Selbstlenzend. Ah ja, okay. Oh, hast du den Motor irgendwie dicht gemacht oder wie? Das ist ein Brushless, dem ist doch scheißegal. Ach so, dem ist das scheißegal, ja. Und die anderen, denen ist das auch egal. Ja, ja. Wollen wir nochmal Möbel fahren, Leute? Meine Möbel. Also die Barbie ist eigentlich ist einfach ein großartiges Boot. Das war schon damals großartig. Die Hälfte meines Akkus. Was? Dein Rennboot? Das ist irgendwie, ja. Akkutechnik ist pervers geworden in der Zwischenzeit. Und das wird irgendwie immer besser. Ich habe es gerade gesehen, es gibt irgendwie neue Akkus, das nicht Akkus sind, das sind Wasserstoffzellen. Die sind irgendwie ganz interessant für Langflug. Die haben zwar nicht so die Leistung, aber die packst du rein, dann kannst du mit 4 Stunden fliegen mit dem Copter oder sowas. Das ist schon ganz interessant. Aber du kannst natürlich nicht kein Rennkopter, du kannst damit keinen. Die sind relativ schwer, die Dinger. Also ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber. Ja, krass. Was war los? Bruder war verkehrt rum. Achso. Ich habe für den kein extra Programm. Achso. Bin ich immer wieder am Überlegen. Welches war es nochmal? Auf dem Zorro-Rennen, also auf dem Rennboot oder ist auf dem Barbie-Boot, weil die leider verkehrt sind. Das müsste ich eigentlich mal ändern, dass alles gleich ist. Weil ja, ja. Kannst du die nicht irgendwie umpolarisieren, die Dinger sogar? Ja, bei dem ist es wahrscheinlich am einfachsten. Ja. Wenn wir den Ruder haben und das Servo auf die andere Seite, ist das Ding gelaufen. Ja. Auf der anderen Seite, ich sehe es ja, es ist nur bei dem Boot, weil da habe ich kein extra Programm. Ja. Alle denken noch, das sei irgendwie ein ganz friedliches kleines Boot. Nee, nicht mehr. Nicht mehr? Ja.
Whoop! Was ist das jetzt? Ist das ein Duo oder was? Oh, ist ja okay. Hallo, ich krieg das mal darüber gedreht. Aber jetzt mal nicht. Aber nicht schlecht. Ich nehm den hier. Papa, ich nehm den. Ich nehm meins. Willst du deins? Einmal rüberfahren. Am besten von der anderen Seite, weil da liegt's besser. Hallo. Oh, rückwärts anticken, das reicht schon. Hallo, na du? Wir sind jetzt hier so bei den letzten, in den letzten Zügen. Also ich denke mal, wir sind hier noch eine Viertelstunde und dann ist gut. Jawohl. Dann brauchen wir 25 Minuten nach Hause. Dann kannst ja du mich retten. Dann musst du sehr okay, ich sag Bescheid, wenn wir losfahren. Okay, gut, bis dann, ciao. Vielen Dank. Super. Vielen Dank. Kann man mit Satz auch noch ein bisschen Spaß haben. Ja.